Ziemlich fremdartig sieht es aus, dabei ist es für uns alle doch so lebenswichtig, das Herz. Um diesen zentralen Muskel geht es seit gut einem Jahr im Kaufbeurer Klinikum. Gestern Abend wurde nun ein weiteres Herzzentrum des Klinikverbunds für Füssen und das Außerfern eingeweiht. Einzigartig daran die Kooperation zwischen Deutschland und Österreich. Sie wollen gemeinsam die Versorgung von Herzpatienten aus den Regionen Füssen und Reutte übernehmen. Beim Herzinfarkt geht es ganz entschieden um Zeit. Zeit ist Herzmuskel, kann man mit einfachen Worten sagen. Und gerade wie es bei uns im Außerfern war, war es so, dass wir vor allem in der Nacht oder bei schlechter Witterung Patienten bodengebunden, das heißt mit dem Rettungsfahrzeug über den Fernpass transportieren mussten in die Universitätsklinik nach Innsbruck und dabei vielen wertvoller Zeit für den Herzmuskel verloren ging. Zentrale Anschaffung des Herzzentrums, ein neuer Linksherzkatheter-Messplatz. Damit können Herzkranzgefäße wieder geöffnet werden. Alles zusammen kostet das neue Zentrum knapp 1 Million Euro. Bei einem Klinikverbund, der seit Jahren tief in den roten Zahlen steckt, keine kleine Investition. Für die Verantwortlichen jedoch eine, die sich lohnt. Also das ist halt ein Leuchtturmprojekt. Und es ist wichtig, dass ein Verbund wie wir, wie Sie sagen, nicht nur in den negativen Schlagzeilen ist, sondern wir sind ein sehr innovativer Verbund. Und wir wollen auch zeigen, was wir für Ideen haben. Und diese Idee, die gab es bisher nicht. Und da sind wir sicherlich in Deutschland, haben ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist für die Bevölkerung extrem wichtig. Laut Klinikverbund würden solche Eingriffe von den Krankenkassen auch so gut bezahlt, dass sich die Anschaffung bald rechnen würde. Ein Haken wäre da allerdings noch. Bislang gibt es zwischen Deutschland und Österreich keinen Staatsvertrag. Im Klartext heißt das, die Blaulichtregelung für österreichische Rettungsfahrzeuge auf deutschem Boden ist derzeit nicht geregelt. Das ist so gelöst, dass wir bis zur Grenze die Kollegen fahren dürfen und dann die letzten Kilometer fahren sie so. Wir haben den Vorteil, dass wir natürlich sozusagen 3 Kilometer von der Grenze weg sind, dass das eigentlich keine Distanz ist. Aber wir wissen auch, dass man diese Geschichte wird gelöst. Ich glaube nicht, dass es noch stichhaltige Argumente dafür gibt, solche Äußerlichkeiten, solche Formalitäten auch aufrechtzuerhalten, wenn man sieht, wie erfolgreich das Ganze läuft. Alle wollen, dann muss auch die Bürokratie auf die Seite. Und deswegen, denke ich, wird der Weg auch weiter so erfolgreich beschritten werden. So wolle man auch ein Zeichen setzen, dass es mit dem Klinikverbund weitergeht. Das Herzzentrum selbst konnte in den ersten 3 Wochen, seit es besteht, schon den ersten 10 Herzpatienten helfen.